Welcome to Speaking Simulator. Hallo und herzlich willkommen zu The Speaking Simulator. Ja, ist ja gut. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. But you are now alive. Ich hatte es auch irgendwann schon mal aufgenommen, aber da gab es irgendwie einen Bug oder irgendwas und es ging irgendwo nicht weiter. Deswegen hoffe ich einfach, dass das behoben ist. Und ja, dass ich jetzt nochmal von vorne anfange. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur, man ist irgendwie, glaube ich, ein Alien oder sowas und man steckt in einem menschlichen Gesicht. Und man geht auf Dates, warum auch immer. Und da muss man dann irgendwie mit giftigen Mimiken versuchen, irgendwie die Leute davon zu überzeugen, dass man ein Mensch ist. Dein Zustand könnte sich verbessern, wenn du eine Mission hättest. Hey, wie wär's, wenn du die Menschheit infiltrierst und vernichtest? Klar, klingt super. So, ich wäre gerne der hier mit den Haaren, vielleicht auch den hier, in Italien bestimmen. Oh, ich wäre, ist das ein Kerl oder eine Frau? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, das soll eine Frau sein. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich die Augenfarbe nicht anschauen? Egal. Das bist du, ein perfektes menschliches Nachbild. Der Gipfel unserer Technik. Um dich in die menschliche Gemeinschaft zu integrieren, musst du das Sprechen lernen. Nur zu probieren den Kiefermechanismus aus. Klicke auf deinen Mund und ziehe ihn auf. Okay, perfekt. Wieder zu. Wieder auf und zu und zu. Okay. Sieht besser aus wie Andros. Das war wirklich inspirierend. Ich bin inspiriert. Sehr gut. Lass dieses Lob über dich ergehen. Okay, danke. Gut. Jetzt, da du ausreichend motiviert bist, wirst du lernen, wie du deine Lippen strecken und spitzt. Anklicken, Punkt zu ziehen und zu strecken. Okay, meine Nase sieht nicht so gesund aus. Ich kann grinsen, lachen. Und ich kann... Was ist das hier? Oh Gott, ich werde so verkacken. Test abgeschlossen. Du hast dich sehr gut geschlagen. Letzter Test. Aktiviere die Zungenkamera. Okay. Wer ist die? Oh Gott, ich habe mir schon Zähne rausgeschlagen. Bewege dich mit BSD auf und ab nach links und rechts. Drücke mit deinen ekelhaften Zungenmuskeln auf die grünen Tasten. Auf den hier. Und auf den hier. Achso, auf den grünen natürlich. Macht ja auch Sinn. Okay. Ich bin bereit. Mein erstes Date. Level 1, das Date. Karen. Die Personalleiterin hat uns gebeten, sie bei einer Nahrungsaufnahme für Menschen zu treffen. Wir kennen den Grund dafür nicht. Vorsicht ist geboten. Sie könnte den Verdacht hegen, dass wir die Vernichtung der Menschheit planen. Dort natürlich. Entschuldigen Sie die Verspätung. Der Verkehr war fürchterlich. Hello. Oh Gott, das hat lange gedauert. Hallo, Mitmensch. Hallo, ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Ich glaube, wir beide wissen, dass sie mir im Büro aufgefallen sind. Irgendwas bahnt sich hier an. Ha! God damn it! No. Ha! Thing is going on. I am just a normal person. Ah, God! Ja. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Okay, ich bin überzeugt, dass sie hier etwas anbahnt. Ich glaube, wir beide können diese gegenseitige Anziehung spüren. Goddammit, Frau. Zwing mich nicht zu reden. Yes, I must confess that as a warm-blooded. Oh Gott. I find you quite the trap. Tiff. Yay. Das ist aber das liebe ich. Lassen Sie uns bei Ihrem Getränk weiter darüber reden, was Sie an mir mögen. How many units of currency are required for just two fermented ethanol beverages?
Boah, bin ich gut. Das weiß ich genau, ich werfe einen Blick auf die Karte. gute Frage. Ist das ein Cocktail? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Oh Gott, ja. Please forgive my error. In request. Oh Gott, Zunge! Was passiert? Mechanical maintenance blueprint. It was merely a comedic joke. Ich habe übrigens keine Vorderzähne mehr. Mach dir keine Sorgen. Da passt dann das Trinken besser rein. Einfach großartig, sie nehmen sich nicht umwerfend aus. Sie haben auch Sinn für Humor. Ich werde großen Spaß mit ihnen haben, habe ich recht? Vermutlich. Confirm. I am a fun human with many fun qualities. Qualities. I am an eligible romantic. Was kannst du da? Mate. Mach die Lippen zusammen, Jung. Ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell so aufreißen wird. Es wird ein wunderbarer Abend. Ja, wir wär's erstmal mit dem Cocktail, gute Frau. Oh Gott, ich kann Level steigen? Wofür? Alter, wie viele? Upgrade verfügbar. Ja. Upgrade Station. Gott. Mund öffnen. Ah. Zahn ziehen. Okay. Was bringt mir das? Ah. Drücke dein innerstes Gefühl aus, als würde sie tatsächlich existieren. Finsterer Blick. Oh, wieder rein. Was haben wir hier noch? Kinetische Aufkunftsreaktion. Stütze dich in den Club und lege mehrere Kessel Sprichwörter stolz aufs Parkett. Weg! Zungenhydraulik, bewege deine Zunge schneller. Die bewegt sich schon ziemlich schnell. Oh, die Systemsteuerung wurde deine Augen benutzt, um Dinge zu begutachten. Das klingt doch nach was. Okay. Ich glaube, das ging damals nicht. Dass man irgendwie mehr irgendwas ausrüsten konnte. Irgendwie ging, also es ging schon, aber irgendwie nicht so richtig. Bin mir aber nicht mehr sicher. Jetzt sind wir in Mission 2. Mission 2 habe ich tatsächlich noch nie gespielt, glaube ich. Das Bewerbungsgespräch. Warte mal, habe ich nicht schon einen Job gehabt? Ich habe doch die... Hatte doch gerade ein Date mit der... Egal. Du arbeitest seit einem Menschenmonat im Büro. Das heißt, dass deine Probezeit vorüber ist. Der große Anführer hat dich in sein Büro bestellt. Sei wachsam. Du musst dir deine Position sichern. Okay. Augenbewegung ist drin. Alles klar. Hallo, es ist mir eine Freude, Sie persönlich kennenzulernen. Alter, ich bin dein Chef. Du bist mein Chef. Ich habe Ihren Lebenslauf gelesen und ich bin wirklich mehr als beeindruckt. Ich dachte, ich arbeite hier schon. Glücklich. Glücklich? Okay, ich bin glücklich. Greetings, mighty supreme. Was ist das? Was ist das? Wie mache ich das? What the fuck war das? Oh Gott. Wird ja auch gar nicht kompliziert oder so. Okay. Sie schmeicheln mir, aber mein Name ist Grant. Grant Access. Und oben gleich, es stimmt, dass ich der Leiter dieser Fortune 500 Firma bin, rät mir meine spirituelle Guru immer demütig zu bleiben. Er behauptet, es würde Falten vorbeugen. Also bitte sagen Sie einfach Grant zu mir. Alles klar. Grant. Okay. Das hört sich irgendwie seltsam an. Nennen Sie mich lieber Mr. Access oder einfach Sir. Wissen Sie was? Beschleunigen wir das Ganze. Ich muss gleich meinen morgendlichen Smoothie mit Kurkuma und getriebenen Bisonhörnern trinken.
Ich schwöre auf dieses Zeug. Es verleiht mir einen oder ordentlich Energieschub und Shane. Mein Guru sagt, er würde meine Aura zweifellos umleuchten können. Wellness ist mir sehr wichtig. Was halten Sie, wie halten Sie sich gesund? Gar nicht. Was mache ich mit den Augen? Zu viel? Ich verstehe es nicht. Matrix. Was soll ich mit den Augen machen? Augenkontakt. Warte, ich brauche Augenkontakt. Okay. Ah! Was habe ich getan? Ah, meine Zähne. Was weiß ich, wo sein Augenkontakt ist? Achso, zu viel Augenkontakt. Okay. Oh Gott. Gar kein Augenkontakt. Oh Gott. Weggucken. Böse sein. Gott, scheiße. Glücklich sein. Lippen hoch. Augen weg. Oh Gott. Ich bin jetzt schon überfordert. Zunge. Spiel mit mir, nicht gegen mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Auge. Okay, ich bin fertig. das muss ich auch mal ausprobieren. Unbedingt, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Wissen Sie was, ich vertraue Leuten, die auf ihren Körper achten. Also wenn Sie wollen, würde ich Sie gerne in unserer Familie willkommen heißen. Toll. Augen! Na! Rede, Roboter, rede! Gott! Ich bin übel überfordert. Merkt man gar nicht, glaube ich. Ja, definitiv. Normale menschliche Reaktionen und Bewegungen. Guck, wo hat er den? Ich krieg die Augen schon nicht mehr zu fassen, weil die so kaputt sind. Goddammit! Augen! Ich muss das Augen-Upgrade wieder rausnehmen. Okay. Hey! Guck mal anders hin. Guck mal anders hin. Oh mein Gott! Rede! Ah, meine Augen! Meine Augen! Sei glücklich! Oh ja, wir sind eine fürsorgliche Gruppe ehrgeiziger Profis, die füreinander da sind. Aber nicht, um ein Haaresbreit zurückweichen, wenn es einmal hart auf hart kommt. Wir haben das Knockout vor allem. Wir haben noch so über den Tellerrand zu schauen. Ich gebe 110%. Meine Aufgabe ist, Fäden zu spinnen, dafür zu sorgen, dass wir die Latte bei unseren Key-Performance-Metrik immer möglichst hochlegen, damit unsere Einflüsse zu jedem Zeitpunkt optimiert sind. Verstehen Sie, was ich meine? Oh Gott. Ich glaube, ich bin hinne. Achso, das ist eine Anspielung. Aha. Könnten die Augen vielleicht mal kurzzeitig nicht irgendwie... Oh mein Gott. Was ist mit den Augen? Das ist das Schlimmste. Augen. Beeil dich. Oh mein Gott. Ich krieg die Augen schon nicht mehr zu fassen, weil die halt einfach so... derbe inne sind. Oh Gott. Nein, nicht noch bewegen. Oh Gott. Augen, Augen, Augen. Okay, das Auge. Ich versuch's die ganze Zeit mit dem Linken. Ja, vielleicht hätte ich mal mit dem Rechten machen sollen. Okay, so viel dazu. Merk schon, es wird nicht so einfach. Okay, böse gucken oder einfach nur links, rechts, links, rechts, links. Und dann auf die Augen achten.
Okay, soll glücklich gucken. Woanders er gucken. Woanders er gucken. Wieder böse gucken. Wieder glücklich gucken. Wieder böse gucken. Okay. Damn it. Okay. Ist auch überhaupt nicht auffällig, wenn ich hier Binärcode runterratter. Die Augen machen mir so zu schaffen, das ist unglaublich. Guck woanders hin. Oh Gott, jetzt nicht verkacken. Ich bin gleich fertig. Guck woanders hin. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man hier mit einem mitfiebert, aber ich bin hart überfordert. Okay, haben wir's? Ah, es tut mir leid, das ist ein bisschen in der Manager mit uns durchgegangen. Es gefällt mir sehr, dass sie davor zurückscheuen, mir so etwas offen zu sagen. Sie sind eine eiche Haut. God damn it. Nein! Ich hatte geguckt, ob ich ihn irgendwie noch reparieren kann, aber ich glaube nicht. Okay. Konnte ich das nicht irgendwie rausnehmen? Achso, ich kann das ausstellen. Gut, das würde ich dann gerne tun, glaube ich. Okay, da läuft's so. Der Blickkontakt, der macht mich echt irre. Hoppala. My external matrix is maintained with daily recharging fluid replacement and Oh God! Supplements. Und auf einmal läuft's, wo man sich nicht mehr um die Augen kümmern muss. Good. I am weak and fragile. Ich sollte vielleicht mein Mund nicht so komplett wieder zuknallen. Ich dachte, er wäre schon fertig. Gott, bin ich schlecht. Love. And or affection. Okay, das kann ich. Ich fax dir ein komplettes Ding auf Binärcode durch. Statement.
Not. Hey, hey, hack, hick. My. Oh Gott, was passiert mit seiner Zunge? Oh Gott. Fire a weapon accurately is irrelevant because I would never harm a human. Das ist immer gut zu wissen, bevor man jemanden eine dauerhafte Stelle anbietet. Also können wir gleich zur Sache. Ihre bisherige Arbeit war wirklich beeindruckend. Okay, erst glücklich gucken. God damn it. Okay. Sehr bescheiden, aber nicht wahr. Ihre Verkaufszahlen sind über 40.000, was? 40.000% besser als jene von Karl. Und nicht nur das, auch Karen von Personalabteilung meint, sie wären absolut unverzichtbar im Büro. Die gute Karen, ey. Karen is very Nice. Das kann man wohl sagen. Sie hat mich nämlich davon überzeugt, dass sie das Zeug haben, um Geschäftsführung zu arbeiten. Bevor wir jedoch endgültig einsteigen können, müssen sie einen Medizincheck machen. Keine Sorge, es ist bloß eine Formalität. Oh mein Gott. Die Arbeitszeit in der Abteilung hat noch viel Luft nach oben und sie scheint genau die richtige Person zu sein, um sie zu motivieren. Sie können ja damit anfangen, die vergeudete Zeit durch Krankstände und Toilettenpausen zu reduzieren. Ja, wollen wir so reden, bitte. Aber das denke ich mir öfter mal in meinem Leben. Okay, das war ein großes Meeting. Ach ja, je. Wie wird auch ein Name, oh Verzeihung, da steht er ja ganz oben in ihrer Akte. Name, Textfeld, Vorname, leeres. Das ist ein schrecklicher Name, leeres Textfeld. Türkisch? Gott. No, I am not hungry. Ja, genau. Also solange man sich nicht um die Augen kümmern muss, geht's eigentlich. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, dann gehen wir mal direkt ins nächste Level. Am besten ohne Augen. Klopf, klopf. Achso, jetzt muss ich erstmal einen Witz erzählen, mir so. Okay. Hallo, ist da draußen jemand? Tut mir leid, besetzt. Karl. Wie zu viel Augenkontakt. Not complete your report. Oh Gott. Der ist hier da am Klo, warum haben wir Augenkontakt? Wenn ich auf dem Klo sitze und jemand redet mit mir, will ich mit dieser Person auch keinen Augenkontakt haben. Kannst du nicht einfach die Augen zumachen? One of my functions is to ensure you die Musik. Complete your work in the allotted time. Tut mir leid, ich bin gerade auf Toilette. Your report should have entered
final review phase over to Min. Gott, was ist mit dem Augenkontakt? It's a go, Carl. Verzeihung, um welchen Bericht geht es nochmal? Engage empathy. Like. Bitte meinen Sie doch mich nicht. Können wir die Zähne egal sein? Humans, Carl. I enjoy the. Ich bin überfordert. Of. Was meinst du? Was ist mit meiner Sache passiert? Excretion. But not at the expense of product. Drück auf die Zunge. Goddammit. Richtig, tut mir leid. Er sagt halt nichts und ich laber die ganze Zeit. Warte. Drück auf den Schalter. Was denn? Ich hab doch gedrückt. Required the average toilet. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vorankomme, wenn ich ehrlich bin. Visit. Takes. 2 minutes. Wow. And. Seconds. Hey, hey ho, hey, hoo ha, he, hoo ha, he, hey, hey, hoo ha, god damn it, he ha, he, hoo. Ja, pack deine Zunge ein. Nein, falscher Button. Guck weg. Es tut mir so leid, wenn ich gerade so mega konzentriert bin. Kann ich hier noch irgendwas drücken, damit ich zumindest ein bisschen reparieren kann? Nein. Okay. Ich glaube, meine Dame ist in Ordnung. Ich nehme jeden Tag meine 2 Esslöffel trockene Kurkuma, genau wie der Chef verordnet. Ich mache nur eine Pause, weil ich ein bisschen müde bin. Ich plane gerade meine Hochzeit und es staucht mich ein wenig. Was über dich? With potent energy boosting supplements. Nein, meine Augen. Oh Gott, Jung. Kein Mensch redet so viel. Vor allem nicht, wenn er so redet. Das ist nur der Tipp. Include. Loss of appetite. Heightened focus. Sweaty palms. Mild euphoria, constipation, dizziness, increased sweating. Okay. Lightheadedness. Nausea. Vomiting. Weakness. Abnormal heart rhythms. Internal bleeding. Shortened lifespan. Bad fertig. Instant death. Was? Instant death? Okay.
Oh, Appetitverlust und ein bisschen Euphorie hört sich nicht allzu schlimm an. Das ist mir die zusätzliche Energie auf jeden Fall wert. Camera. Okay. Aber was waren nochmal die letzten paar Dinge? Die habe ich irgendwie überhört. Oh, Jung. Hör besser hin. Not worry about that. Only worry about your report. Okay, vielen Dank. Wir wird gemacht. Sie können mir bei der Sache trauen. Okay. I accept your offer to. Oh Gott. Mary. Rede. Best human. Guck weg. Aber rede. Rede. Oh, so reden, wenn du glücklich bist. Das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich schätze, das gehört. Das geht in Ordnung. Bewertung 100% echter Mensch. Ja. Nicht das beste Spiel, um Let's Play zu machen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ausrüstungskontrolle. Okay, wir nehmen einfach die Augenbrauen noch mit dazu. Warum nicht mich einfach noch weiter überfordern als eh schon? Kein Ding. Okay, das wird dann jetzt gleich erstmal mein letztes Level. Aber um zu sehen, wie es denn so funktioniert und was das macht und wie und warum überhaupt, reicht es eigentlich. Wir sind auf unserem Weg auf ein Hindernis gestoßen. Unser Arbeitgeber hat uns angewiesen, uns einer Ganzkörperuntersuchung zu unterziehen. Diese Beharrlichkeit ist vermutlich auf die vielen, 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 vielen Schwächen der menschlichen Körper und das Drängen der Unternehmens zurückzuführen. Sie gehen harte Währungen zur Sicherung. Sie gegen harte Währungen zu versichern. Schon genauso beschädigt wäre. Hallo und willkommen, oder willkommen und hallo, wie Sie wollen. God damn it! Wow, das wird nichts. Sehr gut, fühlen Sie sich während der Untersuchung einfach wie zu Hause. Klar. This room as home. Organic meat shell. Is now primed for Prince. That wird nix. Das wird nicht. Ausgezeichnet, du hast keine große körperliche Untersuchung, sondern auch eine wichtige Bestimmung ihrer geistigen Gesundheit. Also, wie geht es Ihnen? Leiden Sie unter Stress oder Angst? Ja! Definitiv. Stress and anxiety is Nein, meine Fällt Ihnen was auf, Doktor? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Meine Augenbraue fehlt übrigens. As a response. Das ist durchaus wichtig, solange man damit zurechtkommt und nicht unter Kontrolle gerät. Außer Kontrolle gerät. Wie sieht es mit Ihrem Schlaf aus? Haben Sie drei irgendwelche Probleme? Nein. Schlafen kann ich super. Oh Gott. Ja, ich bin tot. Ich glaube, ich fliege auf. Oder sowas von. Oh Gott. Drück auf den Button. Danke. Oh Gott.
Guck weg. Mach Mund auf. Drück auf den Button. Guck weg. Mach Mund auf. Drück auf den und den Button. Drück dahin, dahin. Drück auf den da unten. Drück dahin, da. Oh Gott, mein Kind. Was ist gerade mit meinem Kind passiert? Okay. Ich denke, das reicht erstmal. Das war auf jeden Fall Speaking Simulator. Rackenschwer. Vor allem, wenn man die ganzen Upgrades nimmt. Ich weiß, man kann sie auch ausstellen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man will ja Punkte machen. Und umso mehr Punkte man hat, umso mehr levelt man auch, umso mehr Shit kriegt man. Und dann... Auf jeden Fall bin ich mit meinem Gesicht ganz zufrieden, dass ich nicht die ganze Zeit darauf achten muss, wo meine Zunge ist und wo nicht und welche Knöpfe ich drücken muss. Aber so ist es halt mit der Weltherrschaft. Manchmal hat man es einfacher, manchmal hat man einen riesengroßen Roboter, den man einfach sehr schlecht steuern kann. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich habe nicht viel geredet, es tut mir leid, aber so ist es halt manchmal, wenn man sich sehr, 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 sehr konzentrieren muss, wie man was bedient und bewegt und keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne teilen, liken, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.